Daniel Koch, 29 Jahre, Redakteur bei meintischtennis.de, Bezirksklassespieler vom TV Arnoldsweiler, QTTR-Wert von 1409, Kreisranglistensieger Schüler A von 2003, Spezialschlag, Rückhand aus der Hüfte. Tritt an gegen Han Ying, 34 Jahre, Weltranglisten 41. Eine der besten Abwehrspielerinnen der Welt. Vize-Olympiasiegerin im Team 2016. Dreifache Team-Europameisterin. QTTR-Wert von 2315. Bei Zero vs. Hero spielt Amateur Daniel gegen unterschiedlichste Heroes aus der Tischtennisszene. Vom Herren-Nationalspieler bis zum Rollstuhlprofi. Die Vorgaben an die Favoriten lautet, kein Mitleid zu zeigen und voll durchzuziehen. Gespielt werden 3 Sätze, das heißt, dass ein Spiel auch 2:1 enden kann. Dem Gewinner winkt keine Medaille, aber Ruhm und Ehre. Gut, Daniel, du spielst heute gegen Han Ying, eine Abwehrspielerin mit Noppen auf der Rückhand. In deiner Liga hast du sicher auch Gegner mit Material. Wie kommst du allgemein damit zurecht? Habe ich insgesamt Probleme mit Material. In der Vergangenheit viele Punkte liegen lassen. Die letzten Jahre ist es ein bisschen besser geworden, weil ich hier in Düsseldorf teilweise gegen Material trainieren kann. Aber davor war es immer schwierig, weil wir in unserem Heimatverein einfach fast keinen Materialspieler haben oder zu der Zeit keinen hatten, sodass ich in der Jugend auch nie dagegen trainieren konnte. Und dann, als ich zu den Herren gekommen bin, war es dann auf jeden Fall extrem schwer. Und ja, ich bin ein bisschen besser geworden, aber immer noch schlecht gegen Material. Okay, und hast du dir eine spezielle Taktik gegen Ying zurechtgelegt? Habe ich nicht. Ich schaue einfach, ja, was auf mich zukommt, werde ein paar Sachen ausprobieren und gucken, wie die Bälle dann fliegen und ja, dann im Laufe des Spiels meine Taktik entwickeln. Okay, bei der letzten Partie von Zero vs. Hero gegen Benedikt Duda hast du 8 Punkte geholt über das gesamte Match. Wie viele Punkte sind in der Prognose für das heutige Spiel? Auch heute will ich noch nicht unbedingt von Punkten sprechen. Ganz schwer zu sagen. Also mit Sicherheit keine 8 Punkte. Ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden Ball, den ich übers Netz bringen kann. Und dann, ja, wie viele Punkte am Ende dabei rauskommen, ist, glaube ich, zweitrangig. Hauptsache, es kommt ein bisschen was zustande. So, hallo Ying. Erstmal vielen Dank, dass du heute den Spaß hier mitmachst. Meine erste Frage an dich. Bei den German und Swedish Open bist du leider früh ausgeschieden. Wie ist denn deine Form aktuell? Momentan fühle ich mich sehr gut, weil ich auch hier den letzten Moment so mal intensiv trainiert habe. Und leider habe ich die letzten 2 Turniere nicht so gut gespielt, weil da gab es noch viel so Veränderung für mich und Bälle und alles. Dann brauche ich noch Zeit, das wieder so mal reinzukriegen. Okay. Von Daniel wissen wir jetzt in deinem heutigen Gegner, dass er sehr gut drauf ist seit den letzten Tagen und Wochen. Wie gehst du an dieses Spiel jetzt heran? Ich lasse mich zuerst überraschen und ich darf nicht so einschätzen.
Ying, wie hat sich denn Daniel jetzt in den drei Sätzen gegen dich angestellt? Der erste Satz war für ihn schon ganz unangenehm zu spielen, aber dann hat er schnell sich so umgestellt und ganz clever gespielt, dass er dann so mehr so wenig so Risiko gespielt hat und mehr auch hörbar so konzentriert. Das war eigentlich toll. Okay, und er hat uns vor dem Spiel verraten, dass er ungern gegen Material oder gegen Noppen spielt. Hast du vielleicht einen speziellen Tipp, den du jetzt ihm geben kannst nach dem Spiel? Ja, so man sagt auf Deutsch, Übung macht Meister. Ne? Da muss man öfters mit solchem Material trainieren und lasst auch mal die so Profi-Leute so mal korrigieren, das wäre dann schneller verbessert. Okay, das ist ja ein Tipp, der eigentlich für jeden so gilt. Daniel, von dir möchte ich gerne wissen, wie war dein Gefühl in dem Spiel jetzt gegen Ying? Am Anfang war es schwierig, nachher bin ich ein bisschen besser reingekommen, habe dann ja, taktisch so gespielt, dass ich eigentlich, wenn ich Aufschlag hatte, auf ihre Rückhand meistens aufgeschlagen habe mit ein bisschen Unterschnitt oder relativ leer und dann ziemlich weich eröffnet habe und das hat eigentlich ganz gut geklappt, dann mal einen angegriffen, einen zu legen, da kamen dann doch ein paar Ballwechsel zustande. War dann manchmal trotzdem ein bisschen zu ungeduldig, habe den letzten Ball dann ins Netz geschlagen, aber ja, doch ein paar Punkte gemacht und bin absolut zufrieden eigentlich. Wie kamst du von deinem Gefühl mit den Schnittabwehrbällen klar? Besser als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, ich ziehe sie entweder ins Netz oder weit hinten raus und wenn dann mal einer kommt, setze ich den Ball, den ich legen will, den irgendwie hinten raus oder ins Netz, aber eigentlich ja, habe ich relativ viele Bälle dann doch rübergebracht für meine Begriffe und ja, bin zufrieden. Vielen Dank.